Hey Freunde, was geht? Hier seht ihr mein 150er Clear. Im ungefähr 40. Try haben wir dieses Rift hier geöffnet und ihr werdet gleich sehen, dass hier hart gecarried wurde. Hier hat dieser Conduit Pylon, der hier gerade auftaucht, hat mir das Leben gerettet und diesen Rift ermöglicht. Hier in der Nähe stehen nochmal drei Elite Packs herum. Wäre ich nach oben gegangen, da wären nochmal zwei Elite Packs nochmal gewesen. Dann hätte ich da noch mehr Schaden rausholen können. Allerdings spawnt an der Stelle später nochmal einen Movement Speed Pylon, der höchstwahrscheinlich nicht gespawnt wäre. Denn Pylons spawnen immer erst ab so 20%. Es besteht, wie ihr seht, auch die Chance, dass direkt an der Tür einer spawnt. Aber das ist ungefähr 1 zu 100. Ansonsten braucht man immer erstmal Fortschritt, um dass überhaupt Pylons spawnen. Ansonsten hier ganz klare Sache, 4 Elite Packs und viel Trash bringt uns viel Fortschritt und macht uns den Rift einfach. Da hieß es nur überleben und möglichst viele Gegner mit diesen Blitzen zappen. Generell wollt ihr darauf achten, dass ihr euren Shenlongs Buff und euren Zusammenkunft der Elemente Buff immer übereinander legt. Ihr wollt beide natürlich stacken, um den meisten Schaden rauszuholen und am besten kurz vorher mit Cyclone Strike einfach nochmal die Gegner zusammenziehen und debuffen. Ansonsten, wenn ihr den Drax of Lies benutzt, der immer hochstackt, wenn eure Minions quasi angreifen, dann wollt ihr den natürlich auch immer gegen 100 bringen, dann droppt der natürlich relativ schnell. Ist, finde ich, schwer drauf zu achten, habe ich dann jetzt auch irgendwann aufgegeben und dachte mir, okay, wenn der Damage hoch ist, wenn es gerade passt, dann natürlich, aber ansonsten war es dann halt auch gelitten. Es hat dank dem Conduit Pylon trotzdem gereicht. Wenn ihr dann eure Mystic Allies beschworen habt, dann wollt ihr in diese glühenden Kreise immer springen, wie ihr es auch gerade gesehen habt. Denn manchmal kann es sein, dass nicht alle Mystic Allies gleichzeitig explodieren, sondern nacheinander in zwei Wellen. Das heißt, die erste Welle geht los, es stirbt etwas, der Kreis spawnt, ihr könnt in den Kreis springen und die zweite Welle an Mystic Allies macht dann den Rest der Gegner kaputt. Auf jeden Fall sehr gut, nochmal da ein bisschen Schaden rauszuholen. Wenn wir von Schaden rausholen gerade schon sprechen, ihr braucht die Verzauberin. Und ihr braucht die Verzauberin mit Intelligenzgear. Das hat mich nochmal von 148 auf 150 gebracht, die ganzen Geschicklichkeits-Items in Intelligenz umzurollen und damit 10.000 mehr auf der Verzauberin und mehr Damage und mehr Cooldown hat auf jeden Fall dann gereicht. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Viel mehr ist nicht zu beachten. Genießt den Rest von dem Rift und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace out.